Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Phoebe. Wir dachten uns jetzt gerade, nachdem das erste Video so gut verlaufen ist, drehen wir noch eins gleich. Um das aufzulösen, wir haben die Sachen dann von der Autobahn aufgesammelt. Was hast du dann gedacht in der ersten Sekunde, als es passiert ist? Ich dachte, no cap, dass ich jetzt einfach runterspringe und den Helm hole, aber das war eigentlich dumm und dann habe ich das bei dir das. Okay, wir haben es auf jeden Fall überlebt. Jetzt kommen wir zu deinem Schätzchen. Da soll hoffentlich jetzt nichts passieren. Nein. Du hast gesagt, du lässt mich dein Motorrad fahren. Ich bin ja bekanntlich ein professioneller Motorrad-Tester auch. Ja. Ein Profi-Motorradfahrer. Moped? Moped? Ja, auch. Ist es ein Moped? Das ist ein Moped, eine... ja. Was ist der Unterschied zwischen Moped und Motorrad? Moped ist... ja, Motorrad ist ab 125, würde ich sagen. Und das ist dann kein Motorrad, sagst du, oder was? Nee, ist ein Moped. Immer wenn ich Motorrad sage, sagen alle, oh, das ist ein Moped. Ich so, gut. Wenn du so Freunde hast, die so größere Bikes haben, mobben die dich dann, weil das noch ein kleineres Bike ist? Nee, ich bin immer so das Schlusslicht. Also einer passt immer mit hinten bei mir auf und dann... aber geht. Also ich werde nicht gemobbt. Was ist das für eine Marke? Eine Beta. Eine Beta, mhm. Ja, Beta RR50? 22er Modell. 222er Modell? Ja, ist neu. Facelift? Ja. Also jetzt so auf den ersten Blick sah die irgendwie lustig aus, als ich das erste Mal gesehen habe, aber jetzt so auf den zweiten Blick, die sieht cool aus. Ja. Verdammt nochmal, dieses Scheiß, ich leg das hier einfach hin. Aber hast du hier irgendwas verändert oder so optisch? Ja, also das ist ja meine zweite, bei meiner ersten hatte ich viel gemacht. Optisch habe ich jetzt nur hier selber noch ein paar Fotosplassen reingemacht. Der sieht süß aus. Ja, das ist halt Standard. Läuft der aus? Nee, der soll so. Ist das normal? Ja, ja. Wirklich? Ja. Alles legal auch? Alles legal. Wie ist das so mit der Polizei? Habt ihr da... ja? Zwei Sechser haben mich angehalten. Ich dachte, das ist vorbei, aber die meinten, ja, hab ich angeguckt, alles super. Und du vertraust mir das Schätzchen an? Ja. Hast du schon mal einen Unfall damit gehabt? Damit nicht. Ja. Na gut, die fährt jetzt auch nicht so schnell, dass man sich jetzt wirklich verletzen kann, oder? Nein. Was fährt die Spitze? Das höchstens 50. Die fährt höchstens 50. Ja. Bevor ich aber jetzt losfahre, ja. Weißt du, ob du es im Video gesagt hast oder danach, hast du mir gesagt, du kannst Wheelies. Ich kann damit Wheelies. Wirklich? Also aus dem Stand oder so ein bisschen. Das musst du mir zeigen nachher, ja? Also nicht Wheelies so an sich, weil das geht gar nicht mit dem im Fahren, aber aus dem Stand so ein bisschen hochkicken und halten so. Ach fuck, das kannst du mir jetzt gar nicht zeigen, weil du keinen Helm hast. Boah, jetzt hast du aber Glück gehabt. Kannst du mein Visier nochmal dran machen? Dann fahre ich los. Okay. Hat sie einen Namen? Roberta. Wirklich? Ja, weil sie rot ist und Beta. Ach ja, weil es ist ja eine Beta. Doch, es macht Sinn, aber ich finde Roberta ist ein Scheißname irgendwie für ein Bike. Nein, ist doch süß. Ja, okay. Gut. Ich gehe gut mit Roberta um, also mach dir keine Sorgen, ja? Ich hätte gesagt, du kannst ja so lange meine fahren, aber du darfst ja nicht fahren. Ich warte hier. Was sagst du zu Nussschnecken? Kenn ich gar nicht. Was? Du kennst keine Nussschnecke? Zimtschnecke. Ja, sowas ähnliches, ja, mit Nüssen drin irgendwie. Hört sich rentnerhaft an. Okay, scheiß drauf. Warte mal, was? Rentner? Wie alt bist du eigentlich? 27 und du? 18, frisch. Gott verdammt, ich bin 9 Jahre älter als du? Geht doch. Alter, das ist krank. Ich werde länger leben als du wahrscheinlich. Also so wie du mit deinem Helm umgehst, wahrscheinlich eher nicht. Bin ich ehrlich. Meine Schuld. Würdest du sagen, ich bin alt? Nein. Als ich 18 war, gab es so Wörter, die haben nur 18-Jährige benutzt. Was ist das heute? Goofy. Ja, okay, das kenne ich. Aber kannst du mir irgendwas sagen, was ich nicht kenne? Nee, du kennst alle Memes. Weil ich jung geblieben bin. Ja. Hol sie dir ab. Hol sie dir ab. Oh Gott, das war jetzt irgendwie... ja. Okay, ich fahr jetzt einfach los, ja? Mhm. Scheiße, jetzt blamier ich mich hier schon wieder, Digga. Ich kick die an. Oh, geil. Ich wusste es. Okay. Beim ersten Versuch wäre schön. Was ist? Sag nicht, ich mache noch dein Bike kaputt gerade. Nein, du musst Power haben. Mehr Power? Ja, schön reinkicken. Ich dachte, du bist Profi. Du hast doch hier irgendwas manipuliert. Das ist ziemlich unwendig gerade. Ja, komm, mach du sie an. Also irgendwas stimmt hier, das kann nicht an mir gelegen haben. Blamiert, Digga. Oh nein! Nochmal, komm. Hey, ich kann das hier alles nicht mehr. Alles geht kaputt, alles fliegt auseinander irgendwie. Wieso machst du das denn so leicht? Guck doch rein, wenn du es haltest, weißt du nicht. Ja, weiß ich. Ich bin Motorradfahrer, Phoebe, ja? Verdammte Scheiße. Ich krieg's hin, Phoebe. Oh Gott. Okay.
Also, Junge, der hört sich geil an. Die ersten Meter. Oh, bitte geh nicht aus, weil ich krieg die nicht an. Junge! Was ist das denn, Digga? Alter, hört die sich geil an. Junge! Oh, Bruder, ich dachte wirklich, dass es komplett langweilig wird. Aber das hört sich geil an, ey. Ich liebe Zweitakter. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, ihr wisst ganz genau, ich habe ein Herz für Zweitakter. Tunnel? Die hört... Oh. Da ist der Gang, glaube ich, rausgeflutscht. Die hört sich auch gerade einfach an, als würde ich 200 fahren. Wir sitzen jetzt hier auf einer 50er Beta RR. Ist das, glaube ich, der erste Eindruck? Wirklich? Überwältigend, Digga. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich eine 50er so geil anhören kann. Ich versuche euch jetzt auch hier wirklich ein professionelles Review zu geben, weil vielleicht guckt hier gerade der ein oder andere, ab wann darf man die fahren? 15, 16 oder so, glaube ich, jüngerer zu und überlegt sich sowas zu kaufen. Wenn ich jetzt überlege, dass ich 15 oder 16 bin und mit dem Ding rumfahrt, Endlevel. Wirklich Endlevel. Ich dachte wirklich, scheiße, jetzt muss ich hier fahren mit dem Ding und quatschen und irgendeine dumme Scheiße, weil das Bike irgendwie zu langweilig ist. Aber ey, hört euch das mal an! Komm, lass mal gleich auf jeden Fall nicht irgendwo stehen bleiben. Dann kriegt ihr noch mal einen Soundcheck im Stand, Bruder, weil das hört sich... Bruder, das kann doch auch nicht legal sein, oder? Die hört sich wirklich geil an. So, wir fahren hier einmal kurz rüber. Nicht hinfallen, bitte. Sie ist ausgegangen. Verdammt nochmal! Ich bin so ein Vollidiot. Ich wusste, dass das passieren wird. Ich kriege hier nicht mal den Gang raus. Ich muss das Ding jetzt ankriegen, weil ich kann jetzt Phoebe nicht anrufen und sagen, hallo, ich krieg dein Bike nicht an. Ach, der Gang ist jetzt noch drin. Ich habe hier aber auch keinen Platz. Sie läuft! Ja, ich hab's geschafft! 50er Beta RR. Sound in 3... 2, 1. Alter! Junge! Also es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, Digga, das Ding hört sich an wie ein Rasenmäher. Aber ich liebe Zweitakter und ich würde dem Sound wirklich von 1 bis 10, das ist eine maximale 10. Also für so ein kleines Bike und für so ein Anfängerding quasi, für jüngere Leute, das ist eine glatte 10, wirklich. Das ist ja geiler als mein Sound, Bruder. Beschleunigungstest. Okay, man merkt, Junge, wie oft ich schalten muss, bis ich bei 50 bin. Man merkt auf jeden Fall, dass sie ein Hochdrehzahlmotor ist. Also die kriegt erst richtig Leistung, wenn du die so ein bisschen hochdrehen lässt. Wie halt eben eine echte Zweitakter auch. Bei denen ist es auch immer so, dass die so, nee, und auf einmal kommt dann dieses und dann knallt die Leistung halt eben rein, weil die bei den oberen Drehzahlleistungen kriegt. Ich habe jetzt, glaube ich, gar nicht gefragt, wie viel PS sie hat. Die müsste aber so um die 4 PS haben, glaube ich. Ey, wirklich, ich bin gerade überwältigt von diesem Bike. Ich hätte niemals gedacht, dass sie auch so Spaß macht. Also es macht wirklich Bock. Es fühlt sich wirklich so an, als wäre ich so ein Profi-Crossfahrer, der gerade irgendwie Offroad fährt und gleich so einen Backflip auf einer Rampe machen würde, wenn ich mit der beschleunige. Also es ist wirklich geil. Hätte ich in meinem ganzen Leben nicht gedacht. Wirklich. Okay, wir kommen zu den fahrtechnischen Eigenschaften dieses Kfz. Ja, es ist ein sehr leichtes Motorrad. Ich weiß nicht, wie viel die wiegt. Die fühlt sich aber gefühlt so an, als würde ich auf einem Fahrrad fahren. Also irgendwie, es fühlt sich an wie ein Fahrrad mit einem Motor, aber mit einem sexy Motor, der sich wirklich geil anhört. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt schon zum Resümee. Freunde, falls ihr euch überlegt habt, eine Beta 50 RR von Beta zu kaufen, mein Ratschlag an euch, macht es, Digga. Die ist ausgegangen. Verdammt, macht es nicht. Hier stehen Autos hinter mir. Sie läuft. Oh Gott. Entschuldigung. Oh Gott. Also ich glaube, wenn man die so ein bisschen unter Kontrolle hat, dann ist es wirklich ein Baba-Motorrad. Ein geiles Anfängermotorrad. Macht wirklich Spaß. Macht selbst mir Spaß, Freunde. Und ich bin schon einige Bikes gefahren. Aber das ist wirklich das eine der geilsten Bikes, die ich bis jetzt gefahren bin. Also es hört sich vielleicht dumm an, weil die so wenig Leistung hat. Aber vom Spaßfaktor, vom Sound, es ist wirklich ein geiles Bike. Wir sind zurück bei der Tankstelle. Und sie ist schon wieder ausgegangen. Okay, ich hab's überlebt. Ey, die ist mir einfach... Scheiß auf das Visier, wirklich. Die ist mir einfach viermal oder so abgestorben. Phoebe, ich muss dir wirklich sagen, das ist einer der coolsten Bikes, die ich bis jetzt gefahren bin. Ja.
Na, ich mein's wirklich ernst. Echt jetzt? Ja, ich dachte, das ist, also, dass es scheiße wird, aber das macht richtig Bock, weil dieser Zweitakt-Sound, wenn du so am Schalten bist, es macht wirklich Spaß. Ab wann darf man die fahren? 14, glaube ich. Ab wann hattest du sowas? 15. Aber das ist ja dann richtig geil, oder? Ja, es war schon geil, ja. Und was für einen Führerschein macht man dann? Roller? Ja, normal Moped AM. Alter, das ist crazy. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich mit 14, 15 so ein Ding gefahren wäre, das wär der absolute Traum gewesen, ehrlich. Ich lüge dich auch nicht an gerade, ich bin schon viele Bikes gefahren, aber es ist wirklich geil, weil du schaltest halt voll oft, bis du bei 50 bist. Aber es macht Spaß wegen dem Sound. Und dann, wie viel PS hat die? 4 PS, okay. Es war sehr, sehr schön. Das freut mich. Phoebe, ich möchte mich bei dir bedanken. Kannst du Willi noch ziehen? Du willst aber auch noch, dass in dem Video auch irgendwas kaputt geht, oder? Es ist wirklich schlimmer als das erste Video mit uns, konnte nicht mehr. Ja, hast du eigentlich recht, ja. Also du mal gehst den ersten Gang und dann lässt du instant los, ja, und hochziehen. Und also die Kupplung instant los? Ja. Aus dem Stand? Ja. Wie soll ich denn das machen? Okay, warte. Ja, ja, ich kann das. Das krieg ich niemals hin. Ich lass es sein. Ich kann das nicht. Okay, ich probier's. Kannst du runterzählen? 3, 2, 1. Wie war's? Du kannst keine Wheelies. Ich kann Wheelies. Aber nicht mit dem. Ja, also man kann jetzt auch nicht Wheelie richtig nennen. Fall jetzt bitte nicht hin, ja. Oh Gott! Ja, man merkt, die hat das Schätzchen mehr unter Kontrolle als ich. Alter! Digga, ich hab das so lange nicht mehr gemacht. Das ist der Vorführeffekt, ist einfach gewesen. Ja, aber besser als deins, du warst nicht mal oben. Weißt du was, ich wollte dich gerade noch heimfahren, weil du keinen Helm hast. Aber jetzt kannst du gucken, wo du bleibst, Phoebe, ehrlich. Ich kann auch laufen. Ich möchte mich bei dir bedanken. Das waren wunderschöne Videos. Danke. Danke, dass ich dein Bike fahren durfte. Sorry nochmal, dass dein... Ich werde mein Bike nie wieder waschen. Ja, das wäre... Ja, würde ich aber auch nicht, ja. Sorry nochmal. Sorry. Du hast gerade nicht am Sattel gerochen. Meine Fieberkratzahl, die steigt gerade ins Unermessliche. Wirklich, was ich heute hier alles erlebt habe, das sprengt den kompletten Rahmen. Hast du abschließende Worte? Drive safe. Und ja, schreibt in die Kommentare, wie cool ihr mein Moped findet. Und ja, was bleibt da, ne? Das war sehr deep, Danke fürs dabei sein. Okay, reicht.